Hallo. Ja, ich bin von Beruf Demotivationstrainer und ich habe euch eine phasenweise pessimistische PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Mein Thema, wie immer, Depression. Merkt man jetzt gleich schon, ist ein bisschen schwierig für eine Unterhaltungssendung. Wie machen wir jetzt weiter? Ein Kaninchen. Glück gehabt, ja. Das lockert die Stimmung immer wieder auf, wenn es kritisch wird. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entschieden, worum dieser Vortrag gehen wird. Ich habe einfach 6 Themen vorbereitet und ich denke, ihr könnt gleich entscheiden, worum es jetzt gehen wird. Wir gehen die 6 Themen einfach mal durch. Frauen und Männer, Hunde und Katzen, Drogengeschichten, süßes Kaninchen, Politik, Entscheidungen. Noch einmal. Frauen und Männer, Hunde und Katzen, Drogengeschichten, süßes Kaninchen, Politik, Entscheidungen. Ruft einfach mal rein, was euch am meisten interessiert. Okay, süßes Kaninchen, das hat eine klare Mehrheit bekommen. Wir nehmen Entscheidungen. Ne? Ja. Das ist ja eine PowerPoint-Präsentation, das heißt, es ist vorbereitet. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja, ja. Es geht jetzt also um Entscheidungen. Jeden Tag müssen wir Millionen von Entscheidungen treffen. Die wichtigste, jeden Morgen aufstehen oder liegen bleiben. Dann geht es weiter mit so komplizierten Fragen wie wach bleiben oder wieder ins Bett. Ja, dann gibt es harmlosere Entscheidungen, so Konsumentscheidungen, Kaffee oder Tee, S-Bahn oder Fahrrad. Und dann wird selbst beim Konsum schon etwas komplizierter. Zum Beispiel stellt man sich ja die Frage, welchem Smartphone-Anbieter schenke ich alle meine Daten? Apple, Google oder Microsoft, hier immerhin 3 Alternativen, das ist Freiheit. Immer mit dabei. Das ist ein Add-on, das erst später dazugekommen ist. Ja. Dann gibt es so grundsätzlichere Fragen wie Überstunden oder gefeuert werden. Ja. Und hier können wir wirklich sehen, das ist eine freie Wahl. Ja. Im Vergleich dazu die Optionen in einer Diktatur. Freie Marktwirtschaft, Diktatur, freie Marktwirtschaft, Diktatur, freie Marktwirtschaft. Das ist ziemlich cool, ne? Dass man gefeuert wird. Das ist Freiheit, ja. 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 Katholische Kirche oder Demokratie? Ja. Je nachdem, woran man glaubt. Ja. Ja. Dann kann man auch philosophisch sich die Frage stellen, Glück durch Selbstbetrug oder Unglück durch Realismus? Ich in meinem Leben stelle mir häufig die Frage, kriege ich das hin, Sehnsucht unerfüllt oder Sehnsucht erfüllt und enttäuscht? Ne? Das sind so die 2 Optionen eigentlich. Ja. Süßes Kätzchen oder süßes Kaninchen, das ist einfach. Ne? Ja. Ich wünschte immer, dass alle Entscheidungen in meinem Leben so einfach wären. 2 klare Alternativen, das wäre ein Traum. Das Problem ist, dass meine Fragen viel komplizierter sind. Ich stehe zum Beispiel häufig vor dieser Frage. Wie kann ich ein schönes Leben führen, das erfüllend ist, indem ich einer schönen Tätigkeit nachgehe, die mir Freude bereitet, mit der ich anderen nicht schade, mit der ich am besten sogar Gutes tue, ein Leben, in dem ich einen tollen Partner und tolle Kinder habe und auch genug Zeit für meine Freunde habe und auch noch reisen kann und in dem ich keine Geldsorgen haben muss. Welche Entscheidungen muss ich wann dafür treffen? Ist schon ein bisschen komplizierter. Spontan bin ich mir nicht ganz sicher. A oder B. Ja. A oder B. Ja. Welche Entscheidung darf ich in der freien Marktwirtschaft treffen? Die wichtigste Entscheidung ist sicherlich die Berufswahl. Der Beruf entscheidet letztlich über alle anderen Fragen im Leben auch. Gesundheit, Lebenserwartung, Glück.
Berufswahl ist also eine Entscheidung, die man nicht verkacken sollte. Ne? Welche Entscheidung gibt es da zum Beispiel oder welche Optionen? Man kann zum Beispiel Formel-1-Rennfahrer werden, Putzkraft, Lehrer, Ballerina. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ne? Bis zu dem Moment, an dem die Eizelle befruchtet wird. Ist klar, ne? Die Gene schränken die Möglichkeiten schon wieder deutlich ein. Wer sich einfach so in eine ärmere Familie reingebären lässt, hat gleich deutlich weniger Optionen. Augen auf bei der Familienwahl. Ja. Wie sieht es dann im Laufe eines Lebens aus? Nach der Grundschule sind die meisten Weichen gestellt. Man hat deutlich weniger Optionen. Nach der weiterführenden Schule sieht es dann so aus. Dann wählt man einen Beruf und dann ist man tot. Viele weitere große Themen, zum Beispiel Beziehungen. Da haben wir alle 7 Milliarden Möglichkeiten, eine Beziehung einzugehen, wenn wir uns auf die Spezies Mensch beschränken. Ist klar, ne? Auf dem Land kommt der übrigens noch besser an. Ja. Wenn ich mich dann auf einen Menschen festlege, also Ja zu ihm sage, sage ich automatisch Nein zu allen anderen. So gesehen ist, ja, das ist wahr, ne? Deswegen die Betroffenheit. Ne, das bedeutet im Umkehrschluss, dass jede Hochzeit auch die Scheidung von 7 Milliarden anderen Menschen ist. Oder allgemeiner formuliert, jede Entscheidung ist der Tod von Milliarden von Möglichkeiten. Ja, ja. Ja, schlechte Entscheidungen, welche Entscheidungen bereut man am Ende seines Lebens? Also mit welchen Entscheidungen vermurkse ich mein ganzes Leben? Sätze, die man auf dem Sterbebett selten hört, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Oder auch, hätte ich bei der Berufswahl doch auf meine Eltern gehört. Das war echt, Sätze, die man auf dem Sterbebett auch selten hört. Habe ich eigentlich den Herd ausgeschaltet? Wenn man als Angehöriger diesen Satz hört, denkt man oft, hä? Ja. Welche Entscheidungen darf ich in diesem System treffen? Für mich besteht dieses System hauptsächlich aus deprimierenden Nachrichten. Wenn ich zum Beispiel erfahre, wie meine Schuhe hergestellt wurden, macht mich das traurig. Wie gehe ich mit dieser Traurigkeit um? Ich glaube, es gibt da grob gesehen 4 Optionen. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Ignoranz ist mir egal. Ziemlich gesunde Umgangsform. Oder ich erfahre, wie meine Schuhe hergestellt wurden, dann informiere ich mich noch, wie meine Hose hergestellt wurde und wie mein Pullover hergestellt wurde und schon ist das mit den Schuhen gar nicht mehr so schlimm. Ja. 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 Der Vorteil einer Informationsgesellschaft, ich habe immer noch Zugang zu noch deprimierenderen Informationen. Ja, oder ich erfahre, wie die Schuhe hergestellt wurden und kriege so eine 3-Sekunden-Wut und sage, da müsste man wirklich mal was machen. Ja, oder ich erfahre, dass bei der Herstellung der Schuhe sogar noch Kinder involviert waren und dann sage ich, kann ich das Kaninchen noch mal sehen? Was heißt das also in der Zusammenfassung? Was sagst du zum Kapitalismus? Ja oder auf jeden Fall? Das ist hier das Fazit des kleinen Demotivationstrainings, was wir jetzt hinter uns haben. Der Kapitalismus ist alternativlos. An dieser Stelle nochmal eine Demotivationsübung. Funktioniert ganz einfach. Ich sage den Satz vor und ihr wiederholt ihn. Ich alleine kann ja eh nichts ändern. Und jetzt alle. Ich alleine kann ja eh nichts ändern. Dankeschön.